Jo Leute, was geht ab hier auf meinem Kanal wieder heute zu einer neuen Podcast-Folge. Ja Leute, die alle nicht dabei waren früher oder sonst geht, ich werde heute nochmal mehrere Teile über mein Leben posten. Seid gespannt auf jeden Fall, seid gespannt. Also viel Spaß auf jeden Fall. Ich werde jetzt nochmal mein komplettes Leben, wie gesagt, von jetzt bis heute, also von früher bis Geburt bis jetzt machen. Und falls ihr neu seid, wie gesagt, Benachrichtigungsglocke aktivieren. Um nichts mehr zu verpassen, Daily Content und wie gesagt, hier bald Shop-Eröffnung. Wie ich schon sagte, vorher auch alles. Shop-Eröffnung und wie gesagt, auf den Abonnieren-Button, um zu abonnieren. So, fangen wir auch direkt an. Alles wie gesagt, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen hier vorhanden. So, zu meiner Person, Tobi, also ist mein Spitzname, richtiger Name Torben. Deswegen Mr. D. Mr. ist, wie gesagt, diese Abkürzung. Für damals meinen ersten Account, Mr. übersetzt auf Herr, Englisch, ja. Und T ist mein Anfangsinitialien und wie gesagt, NRW, mein Geburtsland. So, wann bin ich geboren? 20.04.1994, Leute. Also, fangen wir auch direkt jetzt an. Ja, was habe ich? ADHS ist meine Krankheit, die auch schon seit Geburt damals festgestellt worden ist, leider als Baby. Hatte auch Neurodermitis damals auch schon, also auch seit Geburt an. Kommen wir auch später zurück. Das ist ja dieses, wo du dich nur kratzen musst. Hat auch rote Flecken als Baby am Körper. Und ich bin nicht natürlich wie auf den Weg gekommen, sondern künstliche Befruchtung. Ja, kennt jeder. Leider nicht normal. Also ist ja heutzutage alles, ob Kinderwunschklinik, ob ja, andere Sachen, wie gesagt, auch Kinderwunschklinik. Hier andere Hilfsmittel gibt es ja heute so viel, die Technik entwickelt sich ja weiter, war damals nicht war, leider, also alles, 20 Jahre weiter, ja, ich konnte auch damals nicht normal wie ihr essen, musste damals Astronautenkurs oder Bioresonanz essen, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, könnt ihr mal unten schreiben hier, und zu guter Letzt noch, habe ich dann noch hier, wie gesagt, Bioresonanz. Genau, da muss ich da gegen Kugel halten. Also das hat dann die Allergien weggemacht. Jetzt kann ich auch normal wieder essen. Also damals auch. Ja, ist so eine spezielle Kugelbehandlung, Therapie, müsst ihr mal googeln. Gibt es auch, habe ich auch schon öfters gesagt. Und wie gesagt, auch Ergotherapie früher gemacht, alles. Alles als Baby schon Anfang an, seit dem Kindergarten oder gerade mit Kuppel immer da hingefahren. Ja, Leute, die Ärzte haben gesagt, ich soll anscheinend nicht normal leben können. Schwierige Situation. Also beziehungsweise Pflege sollte ich werden, auch nicht nochmal selbstständig sein, unsicher, gar nicht selbstständig können, ob dies, ob Schule, nicht mehr auf einer richtigen Schule können, ob also Richtung Förderschule oder Waldorfschule, sowas kennt ihr auch. Sonst auch hier nicht wie normale Sachen machen oder spielen, essen, Freunde kennenlernen, alles war nicht möglich, Leute. Und sowieso, und deswegen... Wie gesagt, aber normal im Kindergarten war ich dann auch. Da habe ich dann auch einen Freund kennengelernt. Ist auch war schwierig damals. Auch in der Krabbelgruppe damals alles so. Muss alles später lernen als ihr. Nicht so wie ihr das jetzt kennt. Schleife lernen, alles so später kennengelernt. Damals Klettverschluss gehabt. Ja. Dann kam ich auch in der Schule direkt. Ich kam auf einer normalen Grundschule, Leute. Also nicht auf einer Förder- oder Grundschule oder irgendwie diese. Boah, wie hießen die nochmal? Diese Pazalozzi-Schulen oder andere Schulen. Ja, Leute, normal, die haben probiert alles. Ich sollte normal durchstarten können. Ja, in der zweiten Klasse bin ich dann stehen geblieben. Also hängen geblieben. Also nicht stehen geblieben, hängen geblieben auf jeden Fall. Da habe ich dann gesagt, komm, wir machen eine Ehrenrunde. Weil ich kam nicht mit den Lehrern klar. Meine Eltern kamen mit den Lehrern nicht klar. Ich nicht. Habe ich gesagt, komm, freiwillig. Nochmal ein Jahr, also zweite Klasse wiederholt. Ja, war auch gut so. Also meiner Meinung nach, heute im Leben, komme ich später noch drauf zurück. Ja, meinen ersten Kurs hatte ich auch in der zweiten Klasse bekommen mit einer. Dann wir noch diese alten Schrotthandys. Nein, Spaß, also diese Nokia und Siemens und Handys, diese ganz dicken, kleinen Handys. Also noch keine Smartphones, wie heute Technologie. Wir haben auch nochmal Verstecken gespielt, fangen, Seilchen springen gemacht. Gummitwist, wer da noch kannte und nochmal klettern. Bäume klettern, was heute die meisten Kinder nicht mehr kennen. Die kennen nur noch Smartphone-Technologie, Daddeln, Zocken, alles. Heute sportlich kenne ich gar nichts mehr also mit dem Sport. Ich mache Sport seit meinem dritten Lebensjahr, damit ihr das auch alle wisst, Leute. Alles richtig gut. Freue mich auch immer. Also ist für mich so ein Ausgleich, auch für die Krankheit, auch die ihr kennt. Also das empfehle ich auch jeden als für die Eltern auch hier. Also wer auf jeden Fall die Krankheit hat in der Richtung oder sonstiges, am besten das Kind sollte irgendwie einen Sport als Ausgleich machen oder irgendwie eine Beschäftigung haben, auf jeden Fall, Leute.
Ja. Und sonst, wie gesagt, in der 4. Klasse habe ich dann auch meinen ersten Liebesbrief dann bekommen. Ich glaube, den habt ihr manchmal auch schon in der Insta-Story gesehen. Ich weiß nicht, wer den von euch gesehen hat in der Insta-Story. Richtig nice gewesen. Auch damals. Ja, die hat auch Nummer drauf geschrieben, aber ich habe mich damals für Weiber, also Girls, noch nicht interessiert. Der kam richtig spät bei mir, werde ich auch noch dazu einiges später in den anderen Teilen sagen. Ja, Leute, was wollt ihr noch wissen? Ja, später noch hier, habe ich dann noch, andere konnten ja die Grundschule normal sich verabschieden, die ganze 4. Klasse. Bei mir ging das leider nicht, ich musste vorzeitig schon gehen, konnte mich auch nicht verabschieden wie ihr. Musste dann halt in der Tagesklinik, die habe ich auch noch gemacht, LVR, ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Da war ich dann auch drei Monate bevor der Schulwechsel zu der weiterführenden Schule war. Ja, Leute, das war auch eine harte Zeit, da musste ich dann auch einiges noch selbstständig lernen, auch dies, da war auch Schule noch bei, auch andere Sachen noch, damit ich nicht so weit zurückbleib, hängen bleib. Ja. Haben dann auch alles da gelernt, im Alltag auch mit Ausflügen und so. Also hat mich auch weitergebracht zwischen Ergotherapie, Tagesklinik, andere normale. Also Therapie, die jeder Mensch kennt. Da habe ich schon mal meine ersten Sachen abgelegt. Ja, Leute, ich war aber trotzdem damals noch sicher, unsicher, zurückhaltend und alles. Kam ja später alles nach der Zeit. Ja. Dann habe ich noch ein Thema. Also wie gesagt. Ja, dann habe ich mich vorbereitet, wie der auch gesagt. 5. Klasse, 6. Klasse. Ich weiß nicht mehr. Ja, 5. Klasse war das. Da wollte ich eigentlich auf Realschule, Gesamtschule, ging aber in der Hauptschule und dann noch auf einer katholischen Schule. Kloster, Schule. Also sozusagen. Werde ich aber später noch im zweiten Teil erzählen. Ja, dann bin ich auf diese katholischen Hauptschule gekommen. So richtige Ordensschule. Nein, Spaß auf jeden Fall, das war richtig krass, ey. Erzähle ich dann im zweiten Teil, wie gesagt. Ja, das war schon mal mein erstes Leben. Hab dann aber, wie ihr schon, vieles kennengelernt, auch Urlaub. Und sonstiges konnte auch so halbwegs normal leben. Konnte dann später erst auch normale Sachen essen. Wie gesagt, auch diese ganzen Eissachen konnte ich alles damals nicht, die von Langnese gab und so. Ja, Leute, schwierige Zeit auf jeden Fall, Leute, als Kind. Schon damals gab es in der Grundschule, im Kindergarten, in der Kabelgruppe, sogar als Bibi. Ja. Ja. So, fangen wir auch wieder so. Wie gesagt, das war auch schon jetzt. Ich mache die nicht so lang, damit ihr dazuhören könnt. Das war Teil 1 des Lebens, also von mir. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Teil 2 kommt auch demnächst jetzt. Ich werde die Teile hintereinander abdrehen, auf jeden Fall. Bis zu meinem Höchstleben. Wird so eine kleine Serie sein auch. Die werde ich dann nicht in den Podcast posten, die werde ich dann nochmal extra als Playlist, also als Extra-Ordner nochmal auch unterordnen. Also auch, also beides wird dann sortiert. Und falls euch das gefallen hat, lasst ein Like auf jeden Fall da. Die Benachrichtigungsglocke aktivieren, damit ihr keine Podcast-Folgen oder diese Sachen verpasst als Teile. Und wie gesagt, Abonnieren-Button drücken, auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, andere Social-Media-Kanäle sind da oben in der Linktree in der Ecke verlinkt auf jeden Fall. Und falls ihr wollt, donaten free for all. Ja, Leute, das war dann auch, das war Mr. T hier, Podcast, mein Leben, Teil 1, Special, on air.